Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Otti und ich waren jetzt 2 Tage in Malmö, Schweden und sind jetzt auf dem Weg nach Kopenhagen. Dazu überqueren wir die Öresundbrücke. Bis gleich. Ja, Freunde, wir haben jetzt den höchsten Punkt der Öresundbrücke erreicht. Unter uns fahren die großen Pötte durch. Das ist schon beeindruckend hier. So, hallo, ja, wir sind angekommen auf dem Campingplatz bei Kopenhagen. Der nennt sich Tangloppen. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Otti, wie lange werden wir brauchen bis nach Kopenhagen? Naja, wir wollen ja Østerport aussteigen und ich meine, es sind so 24 Minuten. Okay. Es zeigt sich immer wieder, dass Kopenhagen eine fahrradfreundliche Stadt ist, ne? Ja. Wenn man da diese Parkanlagen sieht, zum Parken der Fahrräder. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute hier in Kopenhagen und beginnen mit unserem Rundgang am Kastell. Das lassen wir uns noch nicht nehmen, oder? Ja, naja. No? Klar. Also hin da. €110, ein Rundflug. Und wen haben wir da drüben? Wo die hellen Steine sind. Wer sitzt da drauf?
jetzt sind wir fast den ganzen Tag hier in Kopenhagen, ja? Ja. Und jetzt gehen wir hier nochmal durch den Park. Was ist denn das hier? Das ist der Park am Schloss Rosenborg. Ja. Nennt sich Kongshaue. Aha. Sag mir, was los hier? Ja, boah, ist echt, also. Kopenhagen ist sehr beliebt, habe ich festgestellt. Ja, ne? Viele Deutsche hier? Ja, ja, ja. Aber irgendwie alle Nationalitäten, ja. Das ist. Auch die Amerikaner hier mit dem großen Kreuzfahrtschiff, die gekommen. Ja. Ja, ist nicht so heiß, ne? Angenehm. Ja, ist angenehm. Also, wenn man so hier durchläuft, das ist, kann man gut aushalten. Ja, denke ich auch. Wo man auch hinschaut. Fahrradfreundlichkeit in Kopenhagen ohne Ende. So, Rathausplatz haben wir gleich erreicht. Und dann steigen wir in die Metro. Müde?